Wisst ihr, Leute? So, liebe Leute, die berühren mich seit 2 Jahren unsichtbar am Rücken. Na, ein Bruder hat jetzt eine Übergriffigkeit im Ausbruch erlitten. Jetzt muss ich halt ein wenig aus mir rausgehen. Na, jetzt bin ich unterwegs. Na, und latsch ein wenig rum. Es wird wieder herbstlich. Ja, ist immer für euch, ehrlich gesagt, also bei dem Stress, den die mir vermitteln, am PC durch unsichtbar berühren, durch Angackeln und durch verschiedene Nachtstörungen, das ist ja alles Ruhestörung, was die machen. Ja? Und treiben noch jemanden in Suizid. Ja? Das darf doch gar nicht wahr sein. Ja. Ja. Ich finde es unverantwortlich von den Leuten. Ja. Ich gehe jetzt die Strecke ab in Bayreuth. Ja. Es wird jetzt ein kalt. Es tut mir leid. Aber dass die diese Sachen aufhören, melde ich mich jetzt an einer und dann noch einer und dann an noch einer Stelle. Ihr seht mich gleich ins Licht kommen. Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht veröffentlichen, aber kommt vielleicht wieder frisierter um die Ecke. So schaue ich aus, Leute, mit Wanderstab. Ne? Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Du weißt nie, ich habe 7 Psychopathen, haben sie mir entgegengestellt, dann habe ich das Zählen aufgehört. 5 Mordanschläge, überlebt, 33 Leben gerettet, 14 sind gestorben. Jetzt haben sie mich in Hirschen eingesteckt, in einen Stier, in einen Hirschstier. Was war das dritte? Ach, und in einen Hund, um mich zu belehren. Sie wollen auch ihre Ruhe und verstehen nicht, was ich tue. Jetzt muss ich halt meine Webseite mal sagen, cracker.info. Ihr braucht nur, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mit C geschrieben. Ja, cracker.info. Ja, wir haben hier Internet, Kupfer, wenn geht. Ja, beides, wenn geht. Holz aber dringlich. Also Holz möchte ich, verbürge ich, wenn ich kann, mich selbst, das ist Holz gibt. Ja? Hand aufs Herz. Hand aufs Herz für Holz. Okay? Ich gehe jetzt die Strecke raus. Solange meine Füße mich tragen heute, weil es ist ziemlich kühl. Na? Und komme hoffentlich gut heim. Aber normalerweise schon. Die tun ja auf normal. Bei tun sie dich heimlich. Sowas vor Augen. Ja. Also ich will euch jetzt nicht so lange aufhalten und ich soll das auch nicht so unbegrenzt machen. Auf der anderen Seite, warum denn nicht? Na, warum soll ich das denn nicht machen? Ja, ich tue es halt nicht hochschieben ins Internet. Aber die Leute in die Reichweite der Kenntnis setzen, wo ich bin, was ich mache, das ist überhaupt kein Thema. Ich gehe jetzt im BKH vorbei, am Hohenzollernring, am Schlosskirchenplatz und dann bin ich wieder daheim. Ja? Ja, das jetzt. Ja, weil sich was getan hat. Und die, wenn ich mich oben verstecke, wird es ja nicht besser. Ja? Gott muss ein Wandersmann sein, dem tue ich es gleich. Bin ich bereit. Ja? Ja. Ja, Alarm. Die haben einen Bruder körperverletzt in Wolfsbach und mich berühren sie seit 2 Jahren unsichtbar am Rücken am Platz. Im Bett ist auch Körperverletzung zum Teil, aber vor allen Dingen Hausfriedensbruch. Hallo?
Das ist ja permanenter Hausfriedensbruch, was die machen. Das kann man sich doch nicht antun. Ne? Das geht nicht. Wie soll das weitergehen? Mensch, ich will in so einer Welt nicht leben. Was nennt man Bett, da du findest? Teilweise. Na, ich gehe die Strecke jetzt ab. Na, so, wenn es dann kühl wird. Na, schönes Auto davon. Schwarz, alles schwarz, was da vorbeikommt. Ja. Naja, jetzt schauen wir weiter. Bis dann. Ich sage Gott. Es war Gott. Wisst ihr, wo der war? Hinter mir. Da ist der Durchgang. Da auf der anderen Seite, wo das Kinderheim oder Kindergarten ist, da sind die weißen Wolken eingefallen. Ich wiederhole. Und haben uns den Gottestitel genommen. Herminius de Caruska, Andreas Mark Bernet, Person Andreasen, sind des Gottes. Und wir haben den Boden zu Bayreuth. Und wenn geht, so weit geht. Und wenn nicht, dann schauen wir halt drum, dass es gut geht. Aber ihr wisst, es gab einen Gott. Der Gott ist ein Titel. Gott ist ein Wort, ne? Ja, na, der Vater von Jesus, der Mann von Magdalena. Das ist ein anderer, der hat einen Himmel drum sein Reich. Ich war hier der Gott. Mittlerweile habe ich eine Frau. Eine Frau. Mittlerweile bin ich der Walle und mache euch MP3. Und hier ist der Platz, da gehe ich jetzt drüber. Da war mal noch der kleine Buddha. Da war eine Pyramide über die gesamte Erde. Und die Geschöpfe wussten alle, sie sind unter den großen Flügeln der Pyramide. Sie wollten eigen sein. Da kamen sie rein. Da, wo das Licht leuchtet, kamen die weißen Wolken in über der Zeit und sagten, nimm uns doch, gib uns die Rechte am Menschen. Drei Rechte habe ich gelassen, habe ich gesagt, der Mensch, ist es der Mensch wert? Habe ich gesagt, ist es mir das wert? Habe ich gesagt, lass ihm doch die Freiheit. Aber was sie nicht haben können, ist der Boden, auf dem ich schreite. Und das werden sie nie bekommen. Von mir nicht. Ich beanspruche einmal erneut für Gott den Boden. Und stehe hier. Ich kann nicht anders. Kennt ihr das? Die Reformation, die gesamte Reformation hat ein Blatt an einer Tür bewirkt. Und ich döne jetzt dreimal an die Kirchentür um 10 Uhr nachts, damit ist es vollbracht. So, dass es keinen stört, dass es Gott ewig für diesen Boden hat. So, jetzt haben wir getönt. Also Leute, Pflicht. 15.11. und 15.05. ist Pflicht, hier zu erscheinen. Und den Leuten zu sagen, das ist Gottes Boden. Habt ihr das begriffen? Gottes Boden. Na, da kommen zwei auf meinem Boden lang. Die wollen jetzt noch wutig aus der Ferne. Sorgt da noch was? Ja. So ein Null. Was schon, das ist eine Idee. Der rennt auf meinem Boden rum. Ist eine Idee. Der hat keine Rechte. Keine Rechte hat der. Weil wir Gottes sind, verstehst? Beleidigen die und quälen die uns, verstehst? Schäm dich! Kommt die nächste. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ja. Hör mal. Ha! Kann der nicht. Naja, okay. Regen wir nicht weiter auf. Beenden wir die Sache. Also 15.05. und 15.11. Anwesenheitspflicht für alle meine Gattungssorten, die mit Gott noch überlebt haben. 14 Brüder sind tot. 5 Mordanschläge habe ich überlebt, 33 Menschen gerettet, ein halbes Jahr lang Suizidale geheilt, bin selber von der Suizidalität geheilt
und muss mich verteidigen in mehrfachen Fällen, weil das geheim ist, kann ich nicht darüber Aussage treffen. So, also verbindlich. Schloss Kirchenplatz treffen für Gottes Boden, das ist Erde, hat in Gott wieder. Den Titelträger Gott. So sei es. Angenommen, es steht geschrieben, ich halte mich dran. Andreas Mark Bernett Programm. So, liebe Leute, jetzt habe ich mich wieder gefangen vor den Beleidigungen. Es geht mir gut, ich bin am schwarzen Steg. So war ich jetzt dran, ne? Mit schwarzer Hose, Hut, und es sollte Pflicht sein, für den Andreas Mark Bernett sich für Gott zu bekennen, ob er es weiß oder nicht, dass er für den Boden schaut, wenn er kann. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber am 15.11. und am 15.5. Nein, Entschuldigung, doch, ja. 15.5. und 15.11. ist für uns Pflicht. Und für andere auch, für Gott sich zu bekennen, dass wir auf Erden einen hatten. Keine gottlose Welt mehr. Nie gewesen. Wir haben Kinder Gottes. Wir haben ihn jetzt dem Karuska, der ist mit ihm verwandt. Ich weiß ihn nicht, aber er weiß, wusste mich am Platze fast. Ja? Herminius der Karuska, genau. Wir sagen aus, wir waren der kleine Buddha, weil es stimmt, ich weiß mich, dort an der Stelle des Wahrnehmen, mich wahrnehmen, für den Boden da zu sein. Die drei Rechte sind weg, egal, für den Boden schauen wir, für uns und für die anderen auch, wenn es geht, ganz und gar. Heute müssen wir nur noch um uns schauen, eigentlich, und der Rest läuft allein. Aber die Leute müssen nie mehr verloren denken, sie sind an eine gottlosen Welt geboren, sondern die Geschichte, wie sie wirkt und wie sie heute ist. So, hallo zu Hause, Leute. Ich hole mal jetzt meinen Obersthut. Ich bin zu Hause, die berühren mich wieder aktuell am Rücken. Was soll's, wenn eine Sau sich an der Eiche kratzt zu den Leuten? Jetzt setze ich meinen Obersthut auf. Das ist mein normaler. Ja? Hm? Das ist so Mittelscheitel, gell? Ich war seit 10 Jahren nicht beim Friseur, weil ich es mir nicht leisten kann. Dass mein Oberst mich mitkriegt. Irgendwann habe ich diesen Hut dran. Hat der Ausländer gesagt. Eines Tages, wenn du diesen Hut, also diese Mütze wieder sehen willst, dann musst du sie selber kaufen. Ja. Weil Deutsch halt nicht mehr so durchfunktioniert hat. So. Ja. Sagt der Teufel, eines Tages erbst du den größten Titel dieser Erde. Gott. Ja, nochmal zum Verständnis, der Herr Gott, der Vater von Jesus, hat nur einen Sohn. Das ist seine Frau, ist Magdalena, ist ein Turm im Himmel. Hier auf Erden sind wir Gott gewesen. Wir schauen halt um den Boden, wie es geht. Das zweite war, die eine sagt zu mir, du, jetzt haben sie dich fast ausgelöscht. Warum? Weil ihr die wahren Erben dieser Erde seid. So, jetzt haben sie mir schon gedroht feinstofflich, ich soll dieses Video nicht online stellen. Leute, aber doch, ja, ich stelle es online, weil die Welt hat ein Recht, es zu erfahren, dass wir einen Gott haben. Da ist das Zeichen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist durchströmt alle Geschöpfe. Deswegen können wir so brutal sein. Da gibt es eben bürdig. Ne? Ganz klar. Na, für die gibt es dann auch keinen Gott mehr. Das ist mir schon logisch. Aber ich war der kleine Buddha. Ich weiß, dass ich es war. Ne? Schöne Grüße an meine Frau, die war die Kniescheiben. Es wird hoffentlich besser. Jetzt habe ich da diesen Wanst an, oder diese Lederweste, das noch ein Wesen, das mitfühlt, das Berühren und diesen Griffel, was das auch fernmeldet an zwei, die das mitfühlen, wenn mich einer berührt. Wurden schon zwei Straßen der Berührer durchgegeben. Wenn ich so viel Kiesel hätte, Mensch, für die Gebäude. Vielleicht muss ich mal wirklich eine Tour machen für alle Gebäude, die daran Beteiligung fanden. Ich habe noch eine Liste. Ja.
Ja, also merken, ne? Der 15.5. und der 15.11. jeweils zur Bestätigung des Gottesseins in Körper, am Schloss Kirchenplatz, Bayreuth, Finanzamt. Und Bestätigung, dass wir Gottes sind und wir Anspruch auf Boden immerwährend wenn wir mögen. Dann schaut halt keiner mehr. So richtig. Wenn wir nicht, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Senden. So, ich will es nicht lang machen heute. Ne? Also ihr habt es begriffen. 15.11. und 15.05. im Halbjahresturnus Gottes Bestätigung. Und Boden gehört zu Gott. Mehr müssen wir gar nicht. Weil die Mengen, die wissen dann, es gibt einen Gott. Ja, oder es gab ihn. Die Pyramide zeugt von heute bis in alle Zeit davon. Und selbst wenn es mal, euch nicht begreiflich ist, es ist für immer da. Ja? Gezeigt, jetzt, für die Ewigkeit. Das ist die Handgeste. Heiliger Geist männlich. Weiblich, ebenbürtig, Gott oder Könige, Volksmassen. Ihr seht schon die Relation. Na? So, dann berührt mich schon wieder was unsichtbar. Ich spiele jetzt meinem Bruder noch ein Lied. Das ist Valentin MP3. Ihr könnt es noch zur Entspannung mithören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Gehabt euch wohl. Alle Valentin, Valentine, Valentin. Zustand des Lebens dir. Alle Valentin sind eine Kraft, die fast alles dieser Welt schafft. Alle Valentin, einer wird geehrt, der die Liebenden mit Rosen beehrt. An Halloween, das ist der heilige Tag, an dem die ganze Welt was zu feiern hat. Wenn stoßen da laut keltisch Ritus auf Dach, lebende mit Todesreich immer da. So hat gar edel Charakter und Gemüt, was man nicht sieht oder was sonst blüht. Alle Valentin der Zeiten zum Halte, wie einig sein und auch der Welt gewalte. Ein Bewegen damit Segen ist, ein sich hüten wie der Wege bist. Dass sich einfinden wie unter Linden, das beste Leben, das sich neu erfinden. Machen, dass man auf sich gut aufpasst, ohne nen Valentin hast du Leben was verpasst.
von Erfolg zu Erfolg und Gewinn, Gewinn. Walten mit Valentin macht wirklich Sinn. Such dir eine, der einen großen Namen hat. Dann wird vielleicht aus dir ein Champion wahr. 1, 2, 3, ich sage dir noch frei. Wär ich stolz von Geburt, ein Walle zu sein. Diese Welt gehört sich selber frei. Der Valentine ist ein großer Mann, der alle Valentin sagen kann. Wo Totenreich und Leben sich begegnen, alle Valentin, wir werden bewähren. Oder Eisen. Und der weiten Land noch sehen. Alle Valentin sind eine Kraft. Vielleicht wird doch noch dieser Weg gut gemacht. Alle Valentin, zu Hilfe! Wie kann es denn hier weitergehen? So, ich wünsche euch eine gute Nacht, ne? Mit Gott. Mit Gott, Leute. Gott muss ein Wandersmann sein, glaube ich. Und wir leben nicht in einer gottlosen Welt. Steht schon in meiner Verfassung. Gott ist ein Team für mich. Es sind nämlich fünf Götter. Der eine Gott hat eine Holzmünze hier. Und es sind fünf, die mir noch vorstehen. Ihr könnt so beruhigt sein. Ich habe den Gottestitel gehabt da als kleiner Buddha. Und da gibt es weiter. Aber wir können ja doch nicht alles schaffen. Und die Geister haben keine Arme. Also wir müssen schon eigentlich alles selber machen. Na? Ja, ich auch. Na? Aber es gibt Gott. Und es war der kleine Buddha zu Bayreuth. Und da stehen wir zum Boden halt, wo wir drauf stehen. Und dann werden wir sehen. Gehabt euch wohl. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei. Wir erreichen die Weltherrlichkeit. Bis dorthin aus. Haben wir wieder nichts. Heißt morgen Abend wieder. Wie erreichen wir die Weltherrlichkeit? Bis dahin, gehabt euch wohl. Ach, übrigens, ich helfe Zweifelnden, ihr Glück zu finden. Das sind meine drei Standardsätze. Das Internet.